einzige Problem, was wir haben, wir sind verdammt langsam und wir haben verdammt nochmal kein Leben. So, er ist wieder am Start. Okay, oh, guck dir das an, was wir für Schaden aber rausrotzen. Also, die Gegner sind an und für sich echt lächerlich für uns. Wir machen nämlich so hohen Schaden. Einzige Problem, was wir halt bekommen könnten, wäre... Boah, ja, wenn so ein Raum halt kommt, wo wir richtig auf die Fresse kriegen. So, wir haben aber noch unsere Fähigkeiten notfalls, fällt mir gerade mal auf. Habe ich gerade gar nicht verwendet. Oh, der wollte mich anjumpern. Vergiss es, Jung. Ah, da kommt er wieder. So, oh, guck mal, da gibt es einen Schlüssel. Dann legen wir hier mal eine Bombe. Können wir die Truhe quasi for free öffnen. Und es ist eine Karte drin. Spin the Wheel of Destiny. Nee, brauche ich nicht. Ich will mein Geld ja behalten, damit ich es notfalls vielleicht verdoppeln kann. So, ja, guck dir das an. Guck dir das an, wie einfach der down geht. Die Brille, die lässt mich, glaube ich, alle Räume sehen. Nee, Double Shot. Oha, jetzt auch noch Double Shot mit diesem starken Schuss. Ach du heilige Scheiße, die Gegner sollen gar keine Chance mehr gegen uns haben. Oh Mann. Oh Mann. Boah. Guckt euch das an, Leute. Das ist ja die pure Vernichtung. Oh, da ist noch eine Truhe. Warte mal, kriegen wir es so hin, dass ich hier... Wenn ich es hier öffne, bekomme ich dann überhaupt was? Warte mal, wenn ich hier mache, dann geht das andere Ding mit hoch, oder? Ja, okay, sehr schön. So, nochmal zwei Münzen. Münzen, geil. Münzen brauchen wir nämlich, Leute. Ah, geile Wurst. Geile Wurst. Oh nein, nicht die. Oh, die Double Shots hier. Die Double Shots treffen den trotzdem. Heftigst. Ah nee, weil die fliegen ja durch den durch quasi. Stimmt, deswegen wahrscheinlich. Oh, zwei. Oh nein! Oh fuck. Ich habe ein Seelenherz bekommen, aber dafür irgendwie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Komm schon, kill die. Yes, baby, ey. Ich weiß nicht genau, wodurch ich das Seelenherz bekommen habe, Freunde. Meine lieben Freunde, das wird richtig böse hier. Das Let's Play könnte... Also dieses... Der Run, nicht das gesamte Let's Play. Der Run könnte sich hier doch schon vielleicht im Ende nähern, obwohl wir wirklich sehr stark sind. Ich brauche halt Lebensenergie. Sonst habe ich... Vorhin habe ich die ganze Zeit Lebensenergie bekommen. Aber ihr wisst ja selbst, ne? Wenn man irgendwas braucht, dann kriegt man es nie. Der hat auch nichts gedroppt. Ist hier irgendwo noch Lebensenergie? Da oben liegt noch was. Ich gehe da einmal kurz hin, Freunde. Oh, hä? Was ist das denn hier für ein Raum? Hier war ich noch gar nicht, ne? Nee. Da liegt auch ein halbes her. Ah, hier, sauber. Schon mal ein Anfang. Oh, und noch eine Münze. Bei 44 Münzen wären wir jetzt. Ich könnte mir die beiden Münzen auch noch holen, sonst notfalls. Hier oben war ein Herz, ne? Ja, geil. So, das bedeutet, holen wir uns die Münzen. Wir haben noch vier Bomben. Ich hole mir die jetzt. Weil damit hätten wir jetzt schon 48 Münzen. Und wir brauchen 55, um auch noch den guten Kane freizuspielen. Und Kane ist echt ein cooler Char. Mit denen habe ich echt gerne gespielt. Oh, oh. Laufen, einfach nur laufen. In Bewegung bleiben. Und die Gegner nebenbei halt abballern hoffentlich. So, da ist er tot. Sehr schön. Wir könnten zum Endboss, aber ich schaue mich noch einmal da oben in dem einen Raum um. Was es hier zu finden gibt. Oh nein, so ein dickes Spinnenviech. Aber hey, das war gar kein Problem diesmal. Scheißhaufen. It feels lucky, okay. Na, der goldene Scheißhaufen ist es zwar nicht, aber mit diesem Scheißhaufen hat man scheinbar Glück. Warum auch immer. So, was ist das hier? Lockdown. Ne, die schlucke ich garantiert nicht. Das ist eine Lockdown-Pille, die haben wir schon mal genommen, aber ich merke nichts davon, dass wir nur noch wenig Glück haben. Also ich finde, wir können uns nicht beklagen eigentlich. So, hier ist ein Item-Room, bringt mir gar nichts. Was war mit den Schädeln eigentlich nochmal los? Warte mal, irgendein Schädel? Ich muss mal kurz schauen. Oh nee, guck mal, da war nur ein Gegner drin, scheiße. Hat nichts gedroppt. Ich dachte, irgendwelche Schädel konnten auch Items geben, aber... Oh Mist, ich sehe gerade, der Gegner, der Endboss-Raum ist zweigeteilt. Also da werden zwei Gegner wahrscheinlich drin sein, wenn wir Pech haben. Wir gehen trotzdem rein.
Ja, Double Trouble. Okay, warte, wir machen direkt unseren dicken Strahl am Anfang. Und hoffen dann, dass wir nicht allzu viel Schaden nehmen werden. So, wir müssen aufpassen. Die schmeißen nämlich ganz gerne mal so Viechzeug nach mir. Ey, aber guckt euch mal den Schaden an, den wir dafür austeilen. Das ist so immens. Das ist so immens. Wow, ey. Das ist nur noch krass. Das ist nur noch krass, was wir an Schaden rausrotzen. Also schadenstechnisch kann uns hier eigentlich keiner was. Wir hauen die so alle speed up and size down. Okay. Und eine Pille. Warte mal, wollen wir die nochmal nehmen? Ja, ne? Komm, wir schlucken alles. Amnesia. Mist. Ah, wir haben jetzt vergessen, wie das hier aussieht. Ist aber nicht so schlimm, weil wir wollten ja eh gerade eine Etage tiefer. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ey, hier, Bloom. Oh, nein. So, direkt geht's hier in die tiefen Level 2, Leute. Der Arcade Room. Da gehe ich nicht rein. Obwohl, ich könnte in den Arcade Room gehen und alles sprengen, theoretisch. Aber das schauen wir nachher. Oh, fuck. Oh, holy... Holy moly, die Bowly. Aber nur ein halbes Seelenherz verloren. Das ist jetzt eigentlich noch nicht mal so schlimm gewesen. Oh, Mann. Da hatte ich gerade schon wirklich richtig Schiss. So, gehen wir hier rein. Es ist wieder ein Tierkreiszeichen. Ich weiß aber mal wieder nicht, welches. Virgo, okay. Wir zittern irgendwie von den Augen her jetzt ein bisschen. Egal. Das wird schon so seine Richtigkeit haben, hoffe ich mal. Oh, fuck, you fucking fuck. Ja, egal, ihr haltet doch nichts aus, oder? Ihr haltet ja echt nichts aus. Geil. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Wow, geil. Das heißt, wir können gleich doch noch in den Arcade Room rein. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. So, wir haben es geschafft. Und unser Item ist auch schon wieder ready. Sehr gut. Oh, was ist das für eine Missgeburt? Wo ist der hin? Ich bleibe einfach mal in Bewegung, Leute. Oder ist er schon tot? Nein, scheinbar nicht. Scheint ein Endboss zu sein oder so. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Okay, bleib mal ruhig ein bisschen oben. Ich würde gerne ein bisschen Schaden an dir machen, Freundchen. Na komm. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Da ist er. Okay. Da ist er wieder. Ah, er ist down. So, nice one. Nice one. Ah, das sind die, die... Aha, chargen. Ja. Muss irgendwie noch Lebensenergie bekommen. Frag mich nicht wie. Wir könnten hier auch in den Item Room gehen. Hab nur zwei Schlüssel. Ich gehe erstmal ein Stückchen weiter noch. Erstmal gucken, was hier so los ist. Oh, fuck. Da war ich wieder mal. Brain AFK. Die kann man ja nicht angreifen. Man muss nämlich die anderen Leute killen. Genau. So, hier war aber zum Glück noch ein Herz. Das habe ich mir direkt geschnappt. Und ja, ihr könnt losspringen. Ihr könnt gerne losspringen. Ich glaube zwar nicht, dass es euch was bringen wird. Aber hey, nein. Da sind sie alle down. Der Schlüssel liegt auch mal wieder sehr schön platziert, dass ich da nicht rankomme. Ja. Warum habe ich mir das nur schon fast gedacht? Und eine Satan-Truhe wieder. Wo Spinnen drin sind. Ja, ja. Damit wäre bewiesen, Spinnen sind das Werk Satans. So. Ach, das sind die, die so schräg. Ja, ja, ich weiß. Weiß, was mit denen abgeht. So. Könnten schon zum Boss. Oh, wir mit unseren 2 HP, weißt du? Ist schon krass, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Egal, egal. Wir lassen uns nichts anmerken. Und tun so. Oh, der Digge. Und tun so, als ob das so sein müsste. So, der kann jetzt nicht mehr wirklich viel machen, wenn er da auf seiner Insel ist. Was ist das hier? Paperclip. Master of Pickpocking. Na, wir behalten mal den, den Scheißehaufen. Da oben sind auf jeden Fall noch Räume, in denen wir noch nicht waren. Dann gehen wir da erstmal hin. Und wie gesagt, da war ja auch noch der Arcade Room. Könnte man sich auch mal überlegen, ob wir da reingehen wollen. Oh nein, hier ist Mutter. Mutti ist hier. Da ist sie. Ah, beide Hände wieder am Start. So, nur noch die Mutterhand. Da ist sie. Alles klar, haben wir. Seelenherz. Ein Seelenherz ist Gold wert für uns, ey. So, hier ist eine Truhe. Die gönnen wir uns mal. So, okay, alles klar. Und dann
verdoppeln wir unser Geld, haben damit Kane freigeschaltet und gehen... Oh, in den Arcade Room. Der Arcade Room ist ja mal mega kacke. Obwohl, er gibt mir das Hundefutter und das würde Lebensenergie bedeuten. Dann bezahlen wir den einfach mal, den Knecht hier. Ich wusste gar nicht, dass es jemanden gibt, der Schlüssel nimmt. Der ist mir neu. Der hier. Kennt ihr den? Ich nicht. Der nimmt scheinbar Schlüssel an und gibt euch dann Items. Oh yeah. The Black Bean. Toll. Ich hatte eigentlich erhofft, dass ich Lebensenergie von dem bekomme. Da gehe ich nicht rein, weil wir ein Seelenherz haben. Im Item Room war ich. Soll ich am Automaten spielen? Was können wir da denn nochmal kriegen? Ich glaube 99 Coins, oder? Ich glaube schon. Wir machen es einfach mal, Leute. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Oh, wir haben einen Freund bekommen. Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe ja bisher immer was gewonnen. Vielleicht liegt das ja an einem Scheißehaufen, dass wir so gut spielen. Weil wir haben ja Luck up von dem, wa? So, und je nachdem, wie viele Herzen hier gleich rumliegen, können wir sogar doch nochmal den Raum oben aufsuchen, um ein bisschen Geld zu holen durch die Transfusionsbank-Dinger da. Oh, shit. Gut. Schwein gehabt, dass die mir keinen Schaden gemacht hat, die Fliege. Geld. Nochmal Geld. Ich hätte gern andere Items, kein Geld. Wenn das möglich wäre, bitte, Spielautomat, gib mir was Schönes. Ja, eine Pille, geil. I can see forever. Woher wusste ich, was die macht? Hatte ich die schon mal? Falls ja, habe ich die nicht genutzt, richtig. Das heißt, wir wissen jetzt, wo der Secret Room ist. Der Secret Room, Leute. Der ist geheim eigentlich, aber wir kennen ihn. Ah, ich freue mich, dass wir Kane endlich freigespielt haben. Mit Kane kann man schon schön Schabernack machen, ja. So, ja, gib mir mal deine Leben hier. Noch mehr Herzen. Schlüssel. Haben gleich kein Geld mehr, keine Sorge. Wenn unser Geld leer ist, können wir kein Glücksspiel mehr weitermachen. Obwohl, ich höre vorher auf, nämlich wenn wir 15 haben, dann gehe ich mal zum Item Room und schaue, was es da so Feines gab. Pubertät brauchen wir nicht. Ah, eine Bombe nochmal. Nehmen wir gleich. Ah, Hallöchen. Eine Trollbombe. Ah, der wollte nach mir werfen, ey. So, okay, haben wir den ersten Raum hier gefunden. Mal schauen, wo der zweite ist. Auf jeden Fall nimmt der eigentlich Seelenherzen weg. Nein, okay. Oh, eine Pille. I can see forever. Nochmal. Geil. So, hier lag ein Herz. Hä? Oh, die Spritze. Speed und Damage up. Nice one. Einfach nur nice one, kann man da sagen. So, aber, ah, warte mal. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, was ich jetzt mache. Ey, da liegt ja eine Bombe. Genau, warte. Wir gehen jetzt nämlich nochmal hier oben rein und lassen uns hier auch nochmal ein bisschen Blut abnehmen. Jo, gib Geld, okay. Ah, durch das Schild. Schnell ran da. Lass Miranda, denn sie will ja. Oh, wir können das ja mega abusen. Hier, guck mal, ich sterbe jetzt gerade. Nee. Ja! Die Blutbank. Ah, nee, oh, portable Blutbank nur. Shit. Den will ich nicht berühren, danke. Ah, es gibt auch irgendwie so ein Item, da bekommt man dann Lebensenergie, also ein Herz quasi direkt. So, halt, nee, ne, halbes nehmen wir noch mit. Oh, ist das gut mit dem Schild, was wir jetzt haben, dieses Gottesschild oder was das ist. Da bekommen wir kurzzeitig keinen Schaden. Und wenn sich das aktiviert, können wir... Ist das, welche ist das? Auch die Portable? Ja. Na gut, schade, dann sollte es wohl nicht sein. Aber es war ja ein Versuch wert. So, und wir haben 28 Münzen jetzt schon wieder. Das ist krass. Ich behalte die trotzdem erstmal und schau mal im Item Room, was da so Schönes gibt. Also der Run könnte vielleicht doch noch sogar interessanter werden, als wir anfangs zu vermuten
gewagt hätten. So, oh Mann, ich bin sogar recht schnell inzwischen. Und ja, hier gibt es einfach nur Geld. Okay, alles klar. Dann lass uns zum Endboss gehen, oder? Was haltet ihr davon? Machen wir den Endboss jetzt mal eben kalt. So, wo ist der Bengel? So viel Satan-Shit gemacht und so. Ah, Mom ist es jetzt ja schon. Scheiß, die wandern. Gar nicht dran gedacht, ey. Wow, Mom. Da hat sie mich ganz knapp verfehlt. Halt, nee, ich habe jetzt... durch irgendwas habe ich aber Schaden bekommen gerade. Meine Dinger sind weg. Meine... Nein. Ah, da ist sie. Aber guckt euch mal, wie viel Schaden die Alte nimmt von uns. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Isaac, ja, ja, schimpf du mal weiter mit mir. Habe ich kein Problem mit, weil ich werde dich töten, Mutter. Ich werde dich töten. Ob du nun willst oder nicht, du wirst sterben in diesem Run. Oder? Nein, ich war nicht zu voreilig. Hundefutter, das können wir gut gebrauchen. Immerhin, Mutter hat uns Hundefutter gegeben. Leute! Leute. Und wir können eine Etage tiefer gehen.